Ladies and Gentlemen, herzlich willkommen zurück zu ARK PS4 mit Minifuzzi, dem Russen und der Dama. Grüßt euch, ihr Säcke. Und selber sagen. Und es werde nicht. So, letzte Folge haben wir es ja mitgekriegt. Wir haben hier so, ja, der Russ hat auch noch Hallo gesagt, ganz leise im Hintergrund. Wir haben mitgekriegt, dass es hier vorne echt beschissen ist, gerade mit den ganzen Alpha-Viechern. Deswegen wollen wir, statt auch in den Kommentaren, wir sollen zum Russe rübergehen. Also, Russe, wir kommen erstmal zu dir. Wir werden uns da was aufbauen. Kommt. Aber mach mal. Warte, mach die Tür zu, minifiziert er dir? Weil hier haben wir noch ein bisschen was in den Kisten drin. So muss der später mal. Arsch ist so fett, ich komm nicht rein. So muss das später mal alles ab. So, auf zum Russen. Wir werden uns, denke ich, dann nochmal was extra bauen. Kiste. Weil der Russe, der hat gar nicht so viel, wie ich dachte. Hab ich doch gesagt. Hat ganz wenig. Hä? Bin ich denn gelandet? Hä? Hab doch was ganz anderes ausgesucht, oder? Warum reißt meiner gar nicht? Weiß ich nicht. Ah, ich bin da. Du hast gerade das Bett benutzt. Oh, Georg, deine Base sieht ja Hammer aus. Was? Hammerkacke. Ja. Alter, hier das. Wow. Ja, so viel Holz und einmal Stein. Nice. Ja. Yeah. Gut, und hier soll das besser sein als bei uns, oder was? Ja. Ist auf jeden Fall weniger los. Man stirbt nicht so schnell. Ja, das sind fliegende Fische. Alter, was hast du denn schon für Viecher hier rumstehen? Ach, da unten bist du gespawnt. Ich sehe nur zwei Parasaurus. Wo seid ihr denn alle? Unten an der Base. Ja, ich war hier oben im Bett gespawnt und... Ach, da! Ihr seid kein Coole. Ja, das geht ja noch. Das einzige Problem, was wir hier haben, ist, hier gibt's kaum Materialien. Kein Eisen, kein nichts, oder? Eisen, ja, irgendwie. Eisen gibt's Eisen. Ja. Aber hier wächst gerade nicht wirklich viel nach, habe ich das Gefühl. Oder hast du heute schon hier abgeerntet? Nein, weil die hier alles zugebaut haben. Guck, da hinten. Gebäude, da hinten haben die eine Schmelze hingebaut. Oh, ich sehe es gerade. Gut, dann können wir das hier auch vergessen. Ja, weil ich habe auch schon mal durchgeguckt. Die haben die ganze Map wieder zugebaut, irgendwo ist hingeklatscht und nicht abgerissen. Überall stehen Strukturen. Ja. Ich muss den Autozerfall auf 2 Tage mal runterstellen, sonst klappt das hier gar nicht. Sonst haben wir es dann wie auf den anderen Servern, dass alles zugeklatscht ist. Ja, naja, das bringt uns dann aber auch nichts hier auf der Insel, weil wenn du hier nicht alleine bist, dann bist du ja an der Arsch. Der rennt da hinten rum? Ich hab mich hier gerade umgeguckt. Ich würde mich auch gerne umgucken, aber meine Beine sind gebrochen. Das ist auch so bei Temperatursturz. Ja, weil ich da oben runtergesprungen bin, im falschen Bett gespawnt. Da freut sich aber jemand im Hintergrund. Gar keine Schadenfroh. Mann, ey. Gut. Ich will nicht runterspringen. Mehr sag ich dazu nicht. Da oben ist auch noch eine Hütte. Aber ich will nicht wissen, wie es im Paradies hinten aussieht. Das ist bestimmt auch alles voll geklatscht. Ja, da hatte ich nämlich auch überlegt, aber das Ganze komplett knicken, würde ich mal behaupten. Nee, am besten. Ich hab's ja schon gesagt, da ist alles voll. Ach so. Am besten wär's natürlich. Da hätten jetzt noch ein toter Fisch in der Luft hinten. Im Eisgebiet. Ja, da frieren wir doch instant. Ja, das ist ja das Problem. Aber das wäre am besten da. Ja, aber da hätten wir auch hoch auf den Berg gehen können. Ja, der Bronto rastet gerade aus. Ja. Der nervt mich hier. Oh, Alter! Wie kommt der mit seinem Schwanz bis da hinten hin? Der hat halt einen langen. Oh nein, Cooldown! Ist doch irgendwo noch ein Ort, warum lädt denn das so lange? Irgendwo ein Ort auf der Karte sein, wo noch ein bisschen Platz ist. Der kommt dann mit 6, ey. Das bringt also. Sehr viel, ey. Ich wollte eh sterben, von daher. Hat mir das nur geholfen. Ich glaube, Ark ist kaputt. Es wird nicht mehr. Oh, der läuft schon weg. Regen. Habt ihr mal bei den Steindingern geguckt, ob da viel los ist? Ich bin vom Server geflogen. Da. Was willst du da denn? So. Sorry, Freunde. Aufnahme geht jetzt weiter. Irgendwie war eine Party, aber keiner konnte mich hören. Ich konnte nur die anderen hören. Und was geht hier ab? Bist du rausgeflogen aus Ark? Ja, ich bin vom Server geflogen und keine Ahnung, was los war. Kam dann nicht mehr rein und so weiter. Ich bin jetzt Best 3 raus.
hier ist noch nicht so viel. Also sieht es noch ruhiger aus. Wo ist denn Quest 3? Ich bin ganz, ganz links unten auf der Karte. Da bin ich auch gerade. Okay. Wo die Steine sind. Ja, da wo der Bogen ist, wo es da... genau, hier, da bin ich auch gerade. Genau. Hier sieht's noch. Ja, da, also da ich hab hier schon... Da läuft ein Gubbel-Gubbel rum. Gesehen. Hallo Gubbel-Gubbel. Ja, hier laufen. Der Alter, 250er Gubbel-Gubbel. Oh, der macht dich tot. Ja. Den greife ich noch gar nicht erst an. Ja, das Problem hier ist, dass du hier kaum Metall in der Nähe hast. Na doch, hinten beim Fluss ist was. Da vorne bei dem hohen Berg. Ja, was? Aber nicht in Nähe. Also da brauchst du immer Archies, damit du dann los kannst. Kann man sich denn doch auch noch holen? Soll nicht das Problem sein. Ich muss mal gucken. Ist hier irgendwo auch alles... Ach, guck mal, da Fanat ist dabei. Aber bis jetzt sieht's hier ganz... Oh, aus. Bis jetzt. Oh, wie lange der da rüber schwimmt, ey. Das dauert ja Jahre. Ja, ich bin für ein schlechter Schwimmer. Ich laufe erstmal bis nach ganz hinten durch, oben auf dem Berg. Und gucke, ob da noch was frei ist. Alter. Hallo, hi. Hi, hi. Hallo, Alpha-Hai. Hi, haben. Gut. Ja, hier ist ein Alpha-Hai in der Mitte drin. Goodbye, Cloud. Ey, warum sind hier nur Alpha-Tiere? Das ist ja ekelhaft. Und warum ist da eine rote Schildkröte? Wie gesagt. Habe ich irgendwas verpasst? Das ist, weil du die Tiere, das Tierlevel so hoch eingestellt hast, das braucht noch mehr Alpha-Viecher. 150 Maximum. Eigentlich. Aber hast du dich den Schwierigkeitsgrad höher eingestellt? Ich habe gar nichts, ist alles auf Standard. Nur, dass Tiere bis 150 da sind. Deswegen wundert es mich, was hier gerade Phase ist. Ich glaube, wenn du die Alphas wegklatscht, dann kommen nicht mehr so viele. Meinst du, dass das die noch vom Standard sind oder was, also vom Anfang? War bis jetzt immer so. Am Anfang hast du immer Alphas gesehen, danach musst du die suchen. Ja. Gut, das stimmt. Was? Ja gut, am Anfang kannst du die auch noch nicht wirklich so klatschen. Ja, das ist ja das Problem. Aber da steht ein Dinosaurier ganz alleine zurückgelassen. Hallo. Wo genau bist du jetzt auf der Karte? Warte. Sehe nicht. Ungefähr bei... Ja, 60, 15 bald. 16, 15, okay. Da hinten kommt Schaden. Das ist ganz weit weg von mir. Ach, da hinten wieder eine Dino-Falle hingeklatscht. Wetten, die steht da in zwei Wochen immer noch? Nee, weil bis dahin wirst du schon den Verfall eingestellt haben, hoffentlich. Ich habe eigentlich Verfall eingestellt, aber 7 Tage scheint mir ein bisschen zu lang. Ja. Ja. Da mach 3 oder 2, das reicht vollkommen. Mhm. Noch mal ein bisschen rum. Boah, das ist immer so schwer, eine gute Base-Location zu finden, weil überall alles zugebaut ist. Ja. Das Beste ist immer am besten, wir bauen dann erstmal und dann nach 2 Tagen sauber freigeben. Das heißt ja wieder, oh, die haben sich schon wieder voraufgebaut, Weißt du, wie es läuft? Ja, das siehst doch, wie das sonst funktioniert. Entweder bauen sie dich zu oder du findest gar nichts mehr, wo du bauen kannst. Doch, Innerlands, weil alle immer am Strand bauen. Ja. Das stimmt. Oh, hier hat einer eine ganz schöne Konstruktion gebaut. Also ich habe eine gute Stelle gefunden. Nee, da ist schon einer. Fuck. Ja, dann... Das ist jetzt nicht mehr anzugehen. Ach, Mann. Was ist mit unserer alten Stelle? Wo wir damals immer gebaut haben? Mal gucken, Georg, ist da irgendwas? Bei der Wildlings Base? Ja, ja, damals halt immer, unsere Hauptstelle. Ich weiß gar nicht, ist da aber was frei? Da werden doch schon genug gebaut haben. Glaube ich auch. Hm. Dann müssen wir ein kleines bisschen hier. Was ist wieder los? Macht er wieder. Weil ich wieder nichts zu fressen habe. Ich bin schon die ganze Zeit am Durchsammeln. Weil wir immer ein paar Bärchen machen. Nein, nicht die Stimbären fressen, die entwässern doch, Mann! Alter, jedes Mal, wenn du gedrückt hältst, dann frisst du gleich die nächsten Bären.
Weil er so gierig ist. Ekelhaft gierig. Ich hasse das, dass der unbedingt immer aus diesem Wasser raushüpfen muss. So, da unten hat es wieder noch einer Strohhütte hingeballert. Bei dem noch eine Holz. Best 3 hast du gesagt. Ich glaub schon, dass es war. Auf jeden Fall, ich bin ja fast Mitte links auf der Karte. Ich laufe gerade ein bisschen hoch und gucke mal, was der Phase ist. Ansonsten. Gibt da nicht vorne am Sumpf so eine gute Position? Da will ich hin, da ist so ein kleiner Wasserfall. Da will ich mal gucken, ob da was frei ist. Genau, die meinte ich auch. Oh, geil, ich bin im Schneebiom rausgekommen. Was willst du denn da? Ja, da weiß ich nicht. Ich hab. Da oben ist auch schon wieder einer drauf. Hast du hier vorne mal auf der Landzunge geguckt gehabt? Ja, da ist alles frei, aber das ist echt beschissen, da zu bauen, weil du dich nicht ausbreiten kannst und ringsrum um dich Wasser rum ist. Guck mal hinten hoch. Mit ein bisschen Glück. Ja, liebe Zuschauer, heute ist das Searching Day. Heute müssen wir eine Stelle suchen, wo es nicht beschissen ist. Wir machen das einfach, wir suchen uns eine Stelle aus. Jeder, der schon gebaut hat, den ekeln wir da weg. Ah, so, ich glaube. Oh ne, da hinten ist ja schon wieder einer. Wenn ich sage, ich glaube, ich habe eine Stelle gefunden. Ja, dann warte doch mal noch 5 Sekunden. 5 Sekunden. Ja, das ist das Problem an The Island. Das stimmt, ey. Hier gibt es viel zu wenig Bauland. Ah, nicht. Ich habe hier oben im Wald jetzt eine gute Stelle gefunden. Wo? Ja. Bye. Karte, bau dich mal auf. 15:20. Oben im kleinen Waldstück. Da bin ich in der Nähe. Ich bin 40:20. Nein! Böser männlicher Kampi, Level 130. Hau ab! Gut. Hast du so viel dazu? Er hat eine gute Stelle gefunden. Das ist nur ein Kampi. Oh. Ich habe eine Not gefunden. Hallo, Not. Warum gehst du nicht auf? Was trampelt da hin? Hallo? Oh, das ist ein Parasaurus. Ich dachte, was ist denn jetzt schon wieder? So, hier kommt man nicht drauf. Man könnte nur von einer Seite kommen. Hau ab, Kampi! Geh! Kugel! So ficke er sich und gehe hinfort. Genau, der König hat gesprochen. Ja. Könntest du das mal angucken? Ich versuche mal hier irgendwas hinzubauen. Ach, jetzt habe ich keine Steine mitgenommen. Na toll. Doch, 8 Steine habe ich. Ja, wunderbar. So, erstmal Faust auf Holz kloppen, dann gucken wir uns mal. Ich baue hier oben erstmal was hin. Georg, bring Leder mit. Wir brauchen Betten. Bring Betten mit, wir brauchen Betten. Ich brauche noch mehr Stroh. So. Gibt's da in der Nähe Metall? In der Nähe ja. Man müsste ungefähr, sagen wir es mal so, 50 bis 100 Meter laufen. Ja gut, das ist ja echt kein Problem. Oh, wegen einem Stroh, ey. Komm. Kampi, verpiss dich! Ich weiß, der ist Kompi, bei mir ist der Kampi. So. Kampi. Ja, an die denke ich auch immer. Das war mir irgendwie klar. Gut. Brauche noch mehr Stroh. Na gut, kleiner Kompi. Da kommst du halt mit. Du bist mein kleiner 100 Level 30er Freund jetzt. Ohne zu zähmen, ein Tier, das einem immer folgt. Auf Schritt und Tritt. So. Ja, und wenn du dich mal umdrehst, knabbert er dir am Arsch rum. Nö, erst wenn sie zu zweit oder zu dritt sind. Kann ich auch gleich auf Holz gehen, oder? Dann mache ich eine Holzfoundation hin. Und ich sollte vielleicht nicht zu viele Bäume fällen, sonst ist unsere Tarnung nachher weg. Über einen Baum. Nicht da, wo du bauen willst. Na gut, ein bisschen was freiräumen muss ich, ja? Sieht man hier nicht. Ich kann hier Baumplattformen bauen. Es geht ja bloß um das Wasser, oder? Ach ja, stimmt. Das war jetzt immer noch was anderes. Gut. Eine Wand könnte ich schon bauen. Noch mehr Holz, Alter. 80 Holz. So ein Rotz immer. Ich hab dich tatsächlich leider immer noch nicht gefunden. Aber ich habe einen Fluss gefunden und da baut jemand.
Aber wenn du am Fluss bist. Komm mal, ich. Hier ist der Wasserfall. Ja, ja, ich komme zu dir. Warte. Ach, jetzt hat er gleich wieder Hunger und Durst. Aber unbedingt Leder, dass wir uns mal ein paar Trinksäcke oder so machen können. Hallo Rex! Hallo? Temin! Temin! Temin mit den Fäusten! Einfach draufhauen. Ja. Ja, ja, klar. Ja. Das, ich lass dir das auf deinen Grabstein ritzen. Ich darf nur nicht so viel rennen. Einfach draufhauen. So, wo könnte Herr Futz denn ich sein? Ich bin direkt am Wasserfall. Ja, ja, ich bin schon auf dem Weg zu dir. Bisschen... Ich darf bloß nicht rennen, sonst kaputt. Kaputt. Also hier sitzt eine Holzbase mit einem Petri und einem Triceratops. Ja, warte mal, ich muss erstmal ganz kurz. Oh, mega Neura. Achso, ich darf ja einfach bloß nicht verletzt sein. Wo kannst du sein, oder? Und was machen wir jetzt? Ich werde zu uns kommen. Ja, das wäre sinnvoll. Ja. Da landet gerade. Ist das da hinten? Ich habe gerade was entdeckt. Guck mal hier. Da ist ein Caprosuchus. Also hier ist auch ein bisschen was los. Ich guck mal. Ach, da ist schon Wasser, das ist gut. So, bin jetzt auch am Fluss. Laufe jetzt. Pass auf, da ist genau der Rex dort. Ach, da ist er. Ich bin jetzt leicht unterhalb vom Wasserfall. Ne? Hm. Oh. Oh, ich bin im Wasser. Rex, Rex. Böser Rex. Bin dem Rex entkommen. Hoffe ich. Schwimme. Zack, gleich kommt ein Raptor. Das bin ich, Fuzzi. Hallo. Ich lerne mal Bogen und Pfeile, weil du machst ja das Bauzeug. Mann, jetzt ist der. Dieses scheiß Kabel vom PlayStation Controller ist mir so behindert. So, komm, Mr. Minifutz. Bist du? Ich eile. Ich bin langsam. Muss nicht in den Rex rein. Ich hab gefunden. Pass auf der anderen Seite lief gerade ein Caprosuchus lang. Ja, der soll er meinetwegen rum Capro suchen. Ja, lauf du mal vor. Ja. Wenn er sich an dir gütlich getan hat, bin ich schon über alle Berge. Komm, Minifutzi. Nicht rennen. Ah, stimmt, ja. wieder in den Slow-Modus reindreschen, ja? Mal rechts neben dich. Ja, ja. Ja, ja. Ich hab's okay, gesehen. Doch rennen. Warum? Was ist denn? Weil er mich so ein bisschen angeguckt hat, als wäre ich sein nächstes Mittagessen. Ach, Quark, die sind doch ganz nett. Du musst sie nur verstehen. Ah, es wird schon wieder dämlich. So. Verstehe ich nur, wenn er als Schuhe an meinen Füßen hängt. Oder wenn er einen Griff hat, ne? So. Hier oben ist nämlich ein cooler Wood. Wenn man hier in the Wood baut, wenn man sich die Bäume vorne wegdenkt, hat man ja auch schöne große Fläche. Das stimmt, und das Wasser ist auch nicht allzu weit weg. Ja, ha. Und hier laufen auch Dodos rum, dass wir uns was zu essen besorgen können. Und wir haben Wald, da oben müsste auch ein kleines bisschen Eisen sein. Und hier ist halt ein Gefälle, vorne kommt eine Stucht, die können jetzt von links, von rechts oder von oben kommen. Ichers. Das stimmt, das können wir mit Toren zuklatschen später. Hm? Aber für eine richtig große Base ist das ja auch ein bisschen eng. Naja, du kannst immer eine Base vorbereiten und später eine große ausbauen. Ja. Das ist ja bloß die Vorbereitung. Und hier gehen uns nicht so high-level okay. Viecher auf den Sack. Oder zumindest die Alpha-Viecher. Das stimmt. Also, Mr. Minifutz. Naja, dann würde ich sagen, bauen wir erstmal. Bauen wir. Gut. Wir holzen den Regenwald nieder. Mit unseren bloßen Fäusten. Wie echte Männer. Ja. Aber ich hab'n Splitter. Oh, shit, da. Oh, nee. So, wir brauchen auf jeden Fall Holz. Ganz, ganz viel. Ja, erstmal brauchen wir Werkzeuge. So, ne, das hab ich ja schon. Können wir mal Level abverteilen. Ich fang gerade erst an.
Ein kleines bisschen Gesundheit. Später muss ich echt mal auf ein kleines bisschen auf Flüssigkeiten, Wasser und so machen. Flüssigkeiten? Flüssigkeiten. Das ein Bogen und so machst du ja, ne? Jawohl. Allerdings kostet der Leder, da würde ich erstmal am Anfang drauf verzichten wollen. Ja, kann doch was mitbringen. Der hat einen sehr weiten Weg mit dem Petri hier rüber. Er hat aber einen Petri. Ja, aber der muss ja auch noch die dicke Martina schleppen. Was? Die kann sich doch aber auch herporten, wenn das Bett steht. Das stimmt. Ha, siehste? Ja. Dann EQ von 500. Ja. Holzklasse. Ja. Warum kann ich, sind die überall Pflanzen und ich kann die nicht abbauen? Was ist das für eine Kacke? Ja, du musst die Axt aus der Hand nehmen. Das ist nicht Atlas. Das gehört, die flattert gerade deine Leiche. Die Frau macht mich fertig. Hast du Büsche weggemacht, auf einmal kommt da her. Nicht da hier. Komm, es. Auf Fleisch. Das ist eine Sache, Kannibalen. Die willst du wirklich herholen? Irgendwie habe ich meine Bedenken. Sobald wir offline sind, sind wir Christo tot. Uns. Nein. Nimm Georg. Und hab keine Beine mehr. Nimm Georg, der hat extra Fleisch unten rum. Nennt sich Fleischpeitsche. Ja, das ist so wie nennt man das? So ein, ist wie so ein Filetstück. Salami. Oh. Salami, weil es auch so salzig ist. Okay. So, Freunde, wir machen jetzt erstmal hier eine kleine Folgenpause. Wir werden jetzt erstmal ein kleines bisschen Holz zusammenfahren, werden unsere, Holzhütte hier irgendwo hinpflanzen und dann mal gucken, dass die anderen noch rüberkommen. Ich danke euch vielmals fürs Zuschauen. Wenn ihr noch mehr sehen wollt, lasst ein Like da, würde mich freuen, würde uns alle freuen und ja, haut rein, macht's gut. Ciao. Tschüss. Ciao. Tschüss.